Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns den Blueprint Interface an, und zwar mit einem Output Value. Vorher hatten wir in den vorigen Videos Input Values gehabt, und diesmal benutzen wir den Output Value. Dazu sind wir im Third Person Template und erstellen einen Blueprint Class mit Hilfe eines Cubes nochmal. Ja? Wir ziehen einen Cube hier rein. Gehen hier drauf, Convert Selection to Blueprint Class. So. Hier gehen wir auf Actor, Harvest Components und schreiben hier hin zum Beispiel BP Feuer. Ja. Gehen auf Select und hier haben wir unsere Blueprint Class. So, parallel dazu erstellen wir eine Blueprint Interface. Ja, wenn dieser Stern bedeutet, dass es nicht abgespeichert ist, Save All, dann habt ihr auch den Stern weg. Blueprint Interface, rechte Maustaste und hier unten Blueprints, Blueprint Interface und schreiben wir in BPI Interface. Ja, mit 2e, damit es erkannt wird, dass es von uns ist. So. Und wenn ihr unseren Character anklickt, dann habt ihr hier einen Third Person Character. Jetzt wollen wir erstmal ohne Output Value, nur mit dem Input Value. Dann gehen wir in den Blueprint Interface und schreiben den Namen ablesen. Ja, ablesen. Und wir hatten das ja immer so, dass wir zum Beispiel hier, ja, Namen. Ja, Namen. Genau, Namen. Und wir gehen in den Third Person Character, klicken hier in den Third Person, Steuerung B, dann springen wir direkt in den Blueprint, klicken hier doppelt drauf und machen folgendes: Event Hit. Event Hit. Das ist ja der Event, der sobald diese Kapsel mit einem anderen Komponenten kollidiert, werden Daten übertragen und dieser Event wird getriggert quasi. Split Screen. Dann erscheinen noch mehr, jetzt das kann ich nochmal wiederholen. Also der Hit Actor hier, den kann man rechte Maustaste, wenn man drauf geht und Split Screen, da hat man viel mehr Informationen, die man zurückbekommt von diesem Event Hit. Jetzt machen wir folgendes, wir suchen unseren Namen ablesen Funktion, Namen ablesen, den integrieren wir jetzt und schreiben hier Namen ablesen. Und hier erscheint der Message, das müssen wir auswählen, Message, ja. Oh. Wir sehen, rote ist Boolean Type. Wir wollen kein Boolean Type. Gehen wir wieder zurück in den Blueprint Interface. Statt Boolean nehmen wir String Type. Ja? Das ist, Strings sind immer Zeichenketten. Ja? Und Boolean ist entweder True oder False, also 0 oder 1. Kann nur zwei Zustände annehmen. Wie dem auch sei, wir sind wieder im Blueprint Third Person. Wir müssen erstmal kompilieren, damit es sich ändert. Ah, müssen wir wieder reinsetzen. Also, Namen ablesen. Ja? So, sobald er irgendwas berührt, also wir gucken erst einmal, der Hit-Hit-Actor, das ist der Actor, den er als Objekt abliest, wenn er Event-Hit hat. Also den Hit-Hit-Actor können wir hier direkt reinziehen und dann quasi tut er von diesem Actor über diese Blueprint diesen Namen übergeben. Und diesen Namen können wir quasi in einem anderen Blueprint ablesen. Ja. Ah, okay. Ja, also den Actor müssen wir auch hier reinziehen, damit er überhaupt weiß, welchen Objekt er ablesen soll. Ja, der muss ja wissen, okay, welchen Objekt. Und jetzt liest er diesen Objekt, der im BP-Feuer integriert ist. Also die erste Mal müssen wir den Blueprint-Interface hier implementieren. Das ist sehr wichtig. BPI-Interface, das ist genau unser Interface. So, jetzt gehen wir in den Event-Graph. Das können wir alles löschen. Und hier haben wir ein Interface auf einmal, der aufploppt. Da rechte Maustaste, Implement Interface. So, jetzt haben wir ja in unserem Blueprint Interface diesen Input gesetzt. Diesen Input nimmt er quasi als Input, ja, als Eingangswert. Ja. Den nimmt er als Eingangswert. Und dieser Eingangswert wird quasi beim BP-Feuer ausgegeben. Ja, ausgegeben. Links ist immer Eingangswerte bei Blueprint Nodes und rechts sind immer Ausgänge. So. Und dann können wir das mal zum Beispiel im Viewport ausgeben lassen. Da schreibt ihr Print String und diesen Pin verbindet ihr mit dem InString. Ja? Weil es die gleichen Werte sind, muss er jetzt nicht konvertieren.
So, jetzt gehen wir mal hier auf Play und probieren das Ganze mal aus. Sobald wir diesen Objekt berühren, müsste BP Feuer sein, ja? BP Feuer, genau. BP Feuer. So, also er gibt quasi in dieser Klasse diesen übergebenen Wert an den Bildschirm, an den Viewport. Jetzt wollen wir aber auch Folgendes. Wir wollen nicht, dass dieser Print String Node in der einzelnen Klasse ist, sondern im Third-Person Character. Wie machen wir das? Indem wir Output Value nehmen. Output. Das heißt, jetzt können wir das hier mal kappen alles. Ja. Und das ist dann halt auch viel eleganter gelöst. Hier haben wir sind jetzt im Blueprint Interface, hier haben wir Inputs und Outputs. Wir haben ja einen Input gesetzt. Jetzt setzen wir einen Output, ja, Namen. Schauen uns mal an, was der gibt. Namen 2, weil der akzeptiert nicht. Das können wir eigentlich löschen. Ja, compilen. Jetzt haben wir einen Output gesetzt. Mal sehen, was sich da verändert hat. Schauen wir uns das Ganze an. Gehen wir erstmal ins Third-Person-Character und löschen erstmal alles. Ja. Und setzen das Gleiche wieder ein. Wie war das nochmal? Namen ablesen. Namen ablesen. Da ist es schon. So, jetzt hat sich etwas geändert. Und zwar ist es nicht mehr links, sondern rechts. Ja. Jetzt machen wir Folgendes. Wir brauchen ja den Hit-Detector. Den Objekt brauchen wir ja sowieso. Aber wir setzen quasi nicht den Namen hier rein direkt, sondern wir können das direkt über den BP Feuer übertragen. So, jetzt haben wir es abgelesen. Jetzt gehen wir mal hier rein und schauen, es gibt eine Warnung, ja? Ja, denn es muss neu kompiliert werden. So, genau. Jetzt haben wir ein anderes. Jetzt haben wir nicht ein Event, sondern jetzt haben wir eine Funktion. Sobald wir hier ein Output setzen, können wir kein Event mehr einsetzen in dem implementierten Klasse, sondern nur noch eine Funktion. Und diese Funktion hat auch einen Return Value. Wenn ihr seht, wenn ihr zum Beispiel ein Custom Event macht, ein Custom Event hat zum Beispiel kein Return Value. Ihr könnt hier nur Inputs einsetzen. Ja? Deswegen ist es kein Event mehr. Es hat sich verändert zu einer Funktion. Und eine Funktion kann ein Return Value haben. Und da gehen wir mal rein. Es ploppt ein neuer Tab. Ja? Oder es ist nochmal hier. Genau, jetzt haben wir alles. Eigentlich ist es ähnlich vom Aufbau her, nur diesmal ist es ein Output Value. Jetzt können wir hier zum Beispiel sagen: Ich bin Feuer. Ja? Ich bin Feuer. Das ist der Unterschied. Ja. Und jetzt können wir aus diesem Output-Value wieder in unserem BP Third-Person-Character das über unseren Third-Person-Character-Class ausgeben im Viewport. Wir müssen nicht in den einzelnen Klassen den Print-String machen, sondern wir können es über den Third-Person-Character. Ja. Und dann ziehen wir in den Pin raus, Print-String, ja. Und verbinden den Output mit dem In-String. Ja. Und gehen nochmal hier drauf und es klappt schon wieder. Ich bin Feuer. So, jetzt es ist es etwas eleganter gelöst, weil wir jetzt in jedem Blueprint Class quasi flexibel eine String, also einen Wert eingeben können. Und wir brauchen nur ein Print String im Third-Person-Character. Und wir können das bei beliebig vielen Klassen so einfügen, ja, weil das sehr flexibel ist in der Hinsicht. Ja. Alternativ zum Beispiel, wenn wir schreiben hier statt BP Feuer, Steuerung D duplizieren und schreiben hier hin zum Beispiel BP Münze, ja, zum Beispiel, ach, komm schon, ah, jetzt geht's ab hier, BP Münze, ja, gehen wir hier drauf, jetzt haben wir hier nochmal ablesen, das ist jetzt kein Feuer, sondern ich bin 20 Münzen wert. Ja. Münzen wert. Ja. Ja, es ist. Ja, okay. So, wenn wir das jetzt hier reinziehen und Play drücken, dann ist es in dem Fall flexibel. Ja. Dann ist es, ich bin 20 Münzen wert. Ich bin Feuer. Ja, diese Kommunikation, das funktioniert einwandfrei.
So, also das war's soweit. Output Nodes, das könnt ihr direkt hier setzen, ja, und in den einzelnen Klassen quasi übergeben. Ihr könntet auch hier eine Rech Berechnung machen, irgendeine verrückte Rechnung, ja, über verschiedene Statistikpunkte oder über Schadenspunkte, jede Art von Rechnung. Und dann könntet ihr es am Ende hier als Wert ausgeben, ja. String, Float, je nachdem. Ihr könntet auch ganze Klassen als Variablen übergeben. Ja, das ist euch überlassen. Habt ihr eine riesen Flexibilität. Ihr müsst halt beachten, dass sobald ein Output beim Interface gesetzt ist, ändert sich dieser Event von einem, dieser Interface von einem Event zu einem, zu einer Funktion. Ja, das ist der einzige Unterschied. So, das war's für heute. Danke nochmal fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr auch den Like-Button drücken und einen Kommentar hinterlassen. Das wäre sehr schön. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt, gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich nochmal. Schönen Tag noch. Bis dahin. Tschüss.